Schlaufi, das 0:1 hat uns heute wenig gestört. Wir sind mit 2 Traumtoren zurückgekommen. Wie hast du die beiden Tore erlebt? Das eine durftest du selbst erzielen? Ja, ich glaube, wir spielen uns gut über die rechte Seite durch. Bringt dann den Ball zur Mitte und über Umwege fällt er mir dann vor die Füße und ich ziehe dann ab und dann ist er im langen Eck. Und ja, darüber freue ich mich natürlich sehr. Lars Stindl hat ein absolutes Traumtor erzielt. Wie sehr freust du dich für den Jungen? Ja, ich freue mich immer für Lars. Jeder weiß, dass wir uns sehr gut verstehen. Auch innerhalb der Mannschaft sind wir glaube ich, richtig froh, dass wir ihn haben, weil er immer sehr, sehr gute und konstante Leistungen bringt. Und dass er es heute natürlich mit einem Tor so gekrönt hat, ist für uns alle sehr fantastisch. War der Jubel von ihm irgendwie abgesprochen? Wie hast du den gesehen? Ich habe ihn eben auch erst im Fernsehen danach gesehen. Also es war nichts abgesprochen und er hat sich das spontan anfangen lassen. Was sagst du zu der fantastischen Kulisse hier? Hannover war ja quasi leer. Ja, war absolut genial. Ich glaube, dass wir hier so eine Unterstützung wiederfahren konnten, war absolut fantastisch für uns. Und wir sind sehr froh, dass wir es mit dem Auswärtssieg dann auch zurückzahlen konnten. Schlaufi, herzlichen Dank.